Hallo und herzlich willkommen zur Konfigurationsbeschreibung für mein Skript Xanchi's Magic Door 2.0. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr das Skript im Allgemeinen einsetzen könnt. Generell müsst ihr es erstmal runterladen über den angegebenen Link. Danach könnt ihr einfach in euren Skriptsordner gehen, indem ihr hier rechts draufklickt, den Ordner öffnet und ihr packt einfach diese drei Dateien rein. Ihr braucht wirklich alle drei Dateien, damit das Skript ausführbar ist und ihr es auch im Map-Editor seht. So, wenn ihr das gemacht habt, startet das Spiel einfach kurz neu. Danach sind die Skripte verfügbar und wenn ihr in ein Objekt reingeht, wie bei meinem hier, ich habe jetzt alles entfernt, ihr seht, es ist nichts mehr gebunden, könnt ihr einfach das Skript dran setzen durch Auswahl und bestätigen. Wichtig ist eins zu wissen: Alle bestehenden Objekte dieses Types werden nicht mit dem Skript aktualisiert. Das heißt, wenn bestehende Türen aus der Map damit versehen werden sollen, müsstet ihr diese anklicken und müsst sie manuell dran packen oder ihr müsst die Türen gegen neue austauschen, weil beim Erstellen einer Tür in die Map die Werte kopiert werden. Das heißt, der Inhalt eines Skriptes, was per Namen gebunden ist, wird automatisch aktualisiert, aber nicht der Name eines Skriptes getauscht. Okay? Selbes gilt für die Properties. So, wenn wir jetzt testen wollen, können wir eigentlich einfach die Tür irgendwo hinstellen? Ziehen den Interaktionspfad, der ist wichtig, dass wir mit der Tür interagieren müssen. Und wenn wir nicht irgendeinen Spezialfall haben, wie zum Beispiel, dass die Tür standardmäßig offen sein soll, war das alles, was wir machen müssen. Wir setzen die Tür und starten ins Spiel und es ist wirklich so super einfach. Wir gehen jetzt also an die Tür ran. Wir können mit der Tür interagieren. Die Tür geht auf. Wenn ich sie schließen möchte, geht mein Charakter automatisch raus. Und alles ist toll. Ihr müsst nichts weiter konfigurieren. So, kommen wir zum ersten Spezialfall. Es kann natürlich jetzt sein, dass euer Objektmodell komplett anders aussieht als meins. Bei mir seht ihr, ist die Tür im Frontbereich. Ich habe aber auch gesehen, einige von euch haben die Türen im Hintergrund. Ich habe mich bei den Tutorials, also bei meinen Türen, anhand von den Tutorials von Justin und Sarah orientiert. Deswegen sind bei mir alle Objekte immer im Vordergrund mit solchen Sachen. Und falls ihr das anders habt und das im Hintergrund habt, könnt ihr die gesamten Positionsbestimmungen tauschen. Das heißt, prinzipiell gucken wir auf die Karte, ist die Tür im Hintergrund, würde es folgendermaßen aussehen, hier ist die Tür, wäre die Tür hier und müsste dieses Feld blockieren. Das heißt, alle Bestimmungen von Positionen würden anders laufen. Um das zu tun, müsst ihr nichts weiter machen, als an euren Objektmodell eine Property setzen und die heißt Inverse Direction. Und ist vom Typ Wahrheitswert, also Boolean, und setzt das auf True. Habt ihr den Fall nicht, lasst ihr das einfach weg. Alle Werte, die konfigurierbar sind, sind immer optional. Ihr könnt das quasi speichern und es würde in der Karte automatisch reinkommen. Ich habe jetzt keine Tür, um das vorzustellen. Ich würde das auch jetzt hier unbedingt machen. Wir gehen mit den anderen Punkten weiter. Ich hau das jetzt nochmal raus. Der nächste Punkt ist, wenn ihr nicht wollt, dass euer Charakter aus dem Rahmen rausläuft, könnt ihr das ganz einfach machen. Also ich mache das jetzt nicht mehr hier. Ich gehe jetzt mal in den Map-Editor. Alle diese Werte könnt ihr immer hier reinsetzen oder für eine einzelne Tür, wenn es nicht generell sein soll, hier am Türobjekt selbst. So, ich bleibe jetzt mal hier. Da muss ich nicht immer so oft hin und her springen. Ja? Da sind wir schneller durch. So, und ich mache jetzt eine Property, die heißt Auto Move Character. Und wenn ich das auf False setze, wird sich mein Charakter in Zukunft nicht mehr aus dem Rahmen rausbewegen, sobald ich die Tür öffne. Wir gehen wieder ins Spiel rein. Halt, ich habe vergessen, was zu speichern. Da muss ich nochmal schauen, nicht, dass ich noch was dran gepackt habe. Nee, das müsste passen. Und wir gehen ins Spiel und gucken uns das an. So, mein Charakter macht jetzt keinen Platz mehr, wenn die Tür aufgeht. Ich kann durchgehen, ich kann reingehen, ich mache die Tür zu. Also es beeinflusst die Position nicht mehr. Ja? Okay. Nächster Punkt. Falls euer Charakter eine andere Animation nimmt als Interact, könnt ihr diese auch triggern. Das heißt, wir können jetzt mal bei Rex gucken, was der so an Animationen hat. Der hat eine Climb-Animation und wir wollen jetzt einfach mal die Climb-Animation auslösen anstatt der Interaktionsanimation. Also gehen wir an die Tür ran und können auch dieses überschreiben, indem wir an der Tür sagen, das mache ich mal wieder weg, Interact Animation Override und kann jetzt hier sagen, das soll jetzt bitte climbed sein. Anschließend speichere ich wieder und gehe ins Spiel und ich sehe, mein Charakter wird eine neue Animation ausführen. Ihr seht? Okay. Der Vorteil an dieser ganzen Geschichte ist, ihr könnt das per Skript immer zur Laufzeit ändern lassen. Das heißt, wenn euer Charakter auf einmal verwundet ist, könnt ihr eine andere Animation spielen. Ja? Ziemlich coole Sache, wie ich finde. Nächster Showcase.
Jetzt kann es bei euch natürlich auch vorkommen, ich mache das schon mal weg, dass die Tür standardmäßig nicht offen, nicht geschlossen, sondern offen ist. Das heißt, gehen wir mal in unsere Property rein. Wir haben die Tür und wir können ja natürlich sagen, ich habe jetzt ein Haus, das soll generell offen sein, nur diese eine Tür nicht immer. Dann mache ich diese Tür einfach offen, indem ich den Animationsframe 7 setze. Das ist die offene Tür. Und das soll jetzt natürlich auch behandelt werden. Standardmäßig würde er jetzt immer noch die Tür als allererstes aufmachen. Und das ist ja falsch. Also möchte ich das überschreiben und sage hier einfach is opened. Opened. So, jawohl. Und das ist jetzt true. Wenn da nichts dran ist, wird es immer mit false initialisiert. Das heißt, das Spiel geht, also dieses Skript geht immer davon aus, dass eine Tür initial geschlossen ist. Okay. Wir haben die Tür da. Und wir können jetzt interagieren und sie geht jetzt nicht das erste Mal auf, sie geht jetzt direkt zu. Und alles andere funktioniert wunderbar weiter. Zum nächsten Showcase. So, nächster Punkt. In der initialen Version Xanchis Magic Door 1.0 war es so, dass eine Tür und das damit verbundene Feld, also die Tür ist hier und das damit verbundene Feld immer auf dem gleichen Level sein mussten. Ansonsten konnte ich die Position nicht bestimmen, weil es keinen Weg gibt, das anhand der Navigationspfade zu bestimmen. Das heißt, hier muss das quasi auf derselben Ebene liegen und ich habe jetzt hier was eingebaut, weil ich gemerkt habe, das ist halt nicht Standard und viele von euch nutzen es halt anders und nutzen Treppen an Türen oder sonstige Sachen oder haben einen Versatz im einen Feld. Um das behandeln zu können, haben wir hier auch eine Einstellungsmöglichkeit. Wir können also jetzt der Tür sagen oder dem Skript sagen, dass das Feld genau angrenzend, was verbunden werden soll, auf einer anderen Ebene liegt. Der Wert dafür nennt sich Z-Offset. Und hier ist wichtig, das ist ein numerisches Feld. Ihr müsst immer ganz doll gucken, dass ihr die richtigen Datentypen habt, ansonsten sorgt das für Skriptfehler. So, und das Feld ist um 4 erhöht zu meinem initialen Skript. Also auf der Tür liegt das Skript und das andere hat ein Offset von plus 4. Ja, das kann auch negativ sein, da müsst ihr dann Minus davor schreiben. Probieren wir das jetzt aus und gehen ins Spiel rein, werden wir sehen, dass auch dieser Navigationspfad ganz korrekt gesetzt wird. Ich mache mal den Navigations-Debug-Modus an. Nav, nav, on. Und wir sehen die Navigationspfade. Und wenn ich jetzt mit der Tür interagiere, hat das vorher nie geklappt. Jetzt geht es ganz normal auf und zu und ich kann einfach durch die Tür durchgehen. Überhaupt kein Problem mehr. Und der nächste Showcase. Wir räumen das mal hier wieder weg. Ich möchte das wieder haben wie vorher. Okay, speichern. Jetzt kann es natürlich noch vorkommen, dass eure Tür extrem langsam aufgeht. Wir werden das jetzt einfach mal durchführen. Also für den Fall, dass eure Tür richtig, richtig langsam aufgeht und damit das Gefühl beim Spieler verursacht, dass er mit dem Kopf gegen gegens Brett knallen wird, ja, machen wir es jetzt einfach mal richtig, richtig langsam. So, und wenn wir das jetzt probieren und lassen das mal starten, dann sehen wir, unsere Tür, die geht richtig langsam auf. Und damit unser Charakter da nicht reinknallt, können wir jetzt sagen, es gibt einen Zeitversatz zwischen dem Öffnen der Tür und dem Freischalten des Weges. Das zeige ich euch jetzt. Das könnt ihr auch ganz normal an der Tür setzen. Ich weiß nicht, nein, ich bin mir nicht sicher, müssen wir das jetzt ändern oder müssen wir das nicht? Nein, ich glaube, diese Sachen werden automatisch übernommen. Das kommt durch, das wird mit reinkopiert, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, lasst uns mal ausprobieren. Auf jeden Fall heißt die Property, die wir dafür setzen müssen, das kann weg, heißt Pending Time. Das legt fest, wie viele Sekunden die Tür braucht, um zu öffnen. Ihr könnt das auch mit Kommastelle angeben und ich gebe jetzt einfach mal 4,5 an. Wichtig ist, es sind englische Angaben, die sind immer mit Punkt. Ja, ganz wichtig. So. Irgendwo hinklicken und speichern und wir können das jetzt ausprobieren und wir sehen, dass unsere Tür auch jetzt ganz korrekt den Pfad verspätet freigibt. Ich mache wieder den Navigations-Debug an, damit wir das beobachten können. Unsere Tür geht noch darauf, das sehen wir so besser. Unsere Tür öffnet jetzt also ganz langsam und ich kann noch nicht durchgehen, weil das echt beschissen aussehen würde. Und erst nach 4,5 Sekunden kann ich durch. Beim Schließen wird das nicht berücksichtigt. Die Tür wird sofort geschlossen, sobald die in die Bewegung geht. Und das, denke ich, ist bisher praktikabel. Vielleicht fixe ich das mal später. Wenn es euch nicht passt, schreibt mir, dann ändere ich das gerne noch ab. Okay, nächster Showcase. So, jetzt haben einige von euch Türen, die automatisch wieder schließen, wie zum Beispiel die besagte Tür aus dem Showcase von Lord Irish aus seinem Projekt Error. Das heißt, auch hier möchte ich die Möglichkeit haben, dass meine Tür automatisch zugeht und kann das abhandeln, indem ich wieder eine weitere Property ransetze und diese nennt sich OpenTime.
Und auch das ist wieder eine Zahl und gibt die Sekunden an. Und ich kann jetzt hier sagen, meine Tür soll sich nach 10 Sekunden automatisch schließen. Wichtig dabei ist Folgendes: Der Charakter kann während der also offenen Zeit nicht nochmal mit der Tür interagieren. Die lehnt jede Interaktion ab, damit der Status nicht auf geschlossen zurückgesetzt werden kann. Und auch beim Schließen wird keine neue Interaktion mehr hervorgerufen. Also ich kann damit interagieren, aber es setzt den Animationsstatus nicht zurück, was normalerweise der Fall wäre. Und die Tür wird nach 10 Sekunden automatisch schließen, ohne dass mein Charakter irgendeine Bewegung macht. Und anschließend ist die Tür wieder zu, das heißt, ich kann jetzt nicht mehr durchgehen. Ja, alles toll. Nächster Fall. Jetzt kann es Beispiel bei euch, ich mache erstmal schnell die Navigation zurück nebenbei. Jetzt kann es bei euch natürlich vorkommen, dass ihr Animationen habt, die nicht dem Standardnamen Open oder Close entsprechen. Das ist auch bei Lord Irish der Fall gewesen. Und dafür musste ich halt auch etwas mehr einfallen lassen. Deswegen habe ich eine zweite Animation hinzugefügt. Die hat halt den Namen Open 2 und Close 2. Ich kann die aber auch nennen, wie ich will. Ist völlig egal. Da macht meine Tür etwas anderes und ich möchte das jetzt irgendwie tauschen. Ich kann das halt auch nutzen, um zur Laufzeit zu bestimmen. Meine Tür ist zum Beispiel beschädigt und ich möchte jetzt ein beschädigtes Türblatt einblenden oder sonst irgendwas. Ja, also ich kann quasi das nutzen, um einen Status der Tür zu repräsentieren. Wenn ich das machen möchte, kann ich jetzt quasi einfach sagen, ich füge das an und die Werte nennen sich Open Animation Override oder Close Animation Override. Ihr könnt beide benutzen. Override, das ist der erste. Und dann wollen wir noch das Close Animation Override. Steht auch alles in meinem Google Doc drinne. Das heißt, ihr könnt dort ruhig Copy-Paste machen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu vertippen, nicht ganz so groß. Ich möchte bloß auch nicht immer alles in Booleans abhaken. So, jetzt haben wir das drin und wir gucken mal an, was unsere Tür jetzt so tut. So, wir öffnen die Tür und unsere Tür ist auf einmal eine Schiebetür geworden. So, das kann ich jederzeit ändern. Ich kann das halt jetzt auch per Skript nachträglich ändern, dass meine Tür als nächstes wieder aufgeht. Und dann habe ich eine magische Tür, die andauernd ihre Bewegung verändert. Okay, nächster Showcase. Jetzt haben viele natürlich von euch das Ziel, ein atmosphärisch geniales Spiel zu machen. Und da sollte deine Tür doch auch einen Sound haben. Jetzt ist es aber blöd, das Skript zu verändern und da immer was reinzuschreiben oder das Skript zu adaptieren und selber umzuschreiben. Deswegen gibt es jetzt einen Standard dafür. Ihr könnt quasi einfach sagen, ihr setzt einen Open Sound. File, Open Sound File, genau. Und ein Close Sound File. Und erst dann wird Sound aktiv für dieses Skript. Ansonsten wird es nicht nach Musik gucken oder nach Sounds. Ihr könnt hier alle möglichen Sound Files ranhängen. Das heißt, mein Open Skript ist Door, nicht Skript, File, open.wav. Und ich habe ein Door Close. .wav. Wenn das nicht gefunden werden sollte, werdet ihr eine Fehlermeldung im Bild, also im Spiel sehen, dass die Sounddatei nicht verfügbar ist. Wir testen das auch noch durch. Neues Spiel. Und wir hören jetzt den Sound. Zum Öffnen und zum Schließen einen anderen. Also könnt ihr auch das damit handeln. Und wir kommen zum allerletzten Fall. Jetzt haben manche von euch Türen, die blockieren. Das heißt, meine Tür schwingt auf und soll quasi dieses Feld, also sie geht ja nach hier auf, also soll der Weg von da nach da blockiert werden. Das wird standardmäßig nicht gemacht, weil es kann ja auch sein, ihr habt eine Garagentor, die nach oben verschwindet oder sonst irgendwelche Sachen. Ihr könnt das aber super einfach machen, indem ihr einfach vom Zentrum auf die Tür guckt und meine Tür geht quasi in Richtung der Angel auf, nach rechts. Also sage ich quasi einfach eine neue Property an und die heißt Block. Und hier gebe ich quasi einen Wert an, das ist entweder left oder right, in dem Fall right. Und ich kann das speichern und dann gucken wir uns auch das noch an. Und damit haben wir eigentlich alle Features dann abgehandelt. Ich mache wieder das Navigation Debug an. Und wir gucken, der Weg wird jetzt freigegeben, der andere blockiert und es funktioniert hervorragend. Genauso kann ich das auch nach links machen, unabhängig davon, in welche Tür, Richtung die Tür schwingt. Und das war's zum Showcase. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hilft euch weiter. Wie gesagt, wenn es Probleme gibt, meldet euch einfach bei mir. Ich kümmere mich gerne um mein Skript, aber bitte, ich möchte nicht jedes Mini-Feature einbauen.
Wenn ihr Ideen habt, sprecht mit mir drüber. Ich bin für allgemeine Sachen immer gern zu haben. Ansonsten schreibt mir doch mal, wie ihr das Skript findet, ob euch diese Beschreibung der Konfiguration wirklich hilft oder ob das unnötig ist oder tiefer sein soll. Das nächste Video wird eine Tiefenerklärung für Scripting. Ihr solltet hier aber schon ein bisschen Basiswissen für Skripten mitbringen. Ansonsten könnt ihr auch reingucken. Ich werde mein Tutorial demnächst auch auf Skripten erweitern, dass ihr da einsteigen könnt. Aber das Skript ist halt schon ziemlich massiv. Alles klar. Wie immer, wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit auch noch mehr Leute mitkriegen, dass es diese Tutorial-Reihe gibt. Das wäre echt toll. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss.